In diesem Video zeige ich dir einmal, wie du den Swiffer Bodenwischer mit feuchten und trockenen Tüchern benutzen kannst. Der Swiffer Bodenwischer eignet sich eigentlich ziemlich gut, um mal eben auf die Schnelle den Boden zu wischen. Er hat auch ein super Gelenk hier, wodurch du wirklich in alle Ecken kommst. Und das Ganze funktioniert dann so, dass wir die einzelnen Stückchen erstmal hier ineinander stecken, wenn du das Ganze bekommst. Falls du noch keinen hast, verlinke ich dir diesen übrigens einmal unten in der Videobeschreibung, genauso wie auch die feuchten und trockenen Tücher. Hier drücken wir jetzt diese beiden weißen Nupsis einmal rein, schieben dann die Stange rüber, bis das Ganze einrastet und so haben wir das erste Element auch schon befestigt. Das machen wir jetzt mit den weiteren Elementen ebenfalls. Und dann hast du deinen Swiffer Bodenwischer auch schon erfolgreich zusammengebaut. Jetzt ganz am Ende kommt noch einmal das Handstück ran. Und dann ist der Swiffer Bodenwischer auch schon erfolgreich zusammengebaut. Das Besondere an diesem sind diese kleinen Felder hier oben, die vier Stück am jeweiligen Rand des Bodenwischers. Denn hier kannst du nämlich durch ganz leichtes Reindrücken einfach die Tücher befestigen. Wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt einmal anhand dieser trockenen Tücher. Mit denen kannst du am besten Staub und andere Kleinigkeiten aufwischen. Du legst es vor dir aus, faltest die beiden kleinen Seiten einmal nach oben bzw. nach unten auf, legst den Bodenwischer dann einmal mittig in dieses Tuch bzw. auf dieses Tuch. Und jetzt klappen wir die Ecken einmal um und drücken ganz einfach mit dem Finger leicht in diese kleinen Öffnungen. Und dadurch bleibt das Tuch auch schon direkt haften und wir müssen hier nichts weiter zur Befestigung machen. Du siehst, ich drücke hier nur ganz wenig rein und schon ist das Tuch am Bodenwischer befestigt. Und dann können wir es auch schon direkt benutzen und damit einmal über den kompletten Boden wischen. Und wenn du dann fertig gewischt hast, dann kannst du das Tuch auch ganz einfach wieder rausziehen. Das heißt, du nimmst es einfach hier an der Ecke, ziehst einmal kurz dran und schon hast du es wieder aus diesen Öffnungen entfernt und kannst es dann beiseite packen. Ich habe jetzt mal ein bisschen hier gewischt und wie man sieht, hat das Tuch auch einiges an Schmutz aufgenommen. Also die funktionieren wirklich wunderbar, wenn du eben auf die Schnelle mal durchwischen willst. Die Feuchttücher funktionieren genauso. Sie sind halt ganz einfach nur schön nass, damit du nass wischen kannst. Auch diese werden einmal aufgeklappt. Der Bodenwischer wird hier mittig platziert. Die Ecken werden umgeklappt und dann mit leichtem Druck ganz einfach in diese Öffnung gedrückt und schon ist auch das feuchte Bodentuch dann befestigt. Und mit diesem kannst du dann eben feucht durchwischen. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache, weil du eben nicht den großen Feudel rausholen musst mit Eimer und den dann ständig ausfringen musst. Du kannst hier mit diesem einfach über den Boden wischen. Er passt auch gut in jede Ecke. Du siehst hier, wie wendig der ist, indem wir nur ein bisschen dran drehen. Kommst du eigentlich überall mit hin. Das Tuch ist auch feucht genug, um auch größere Böden damit einmal komplett feucht durchzuwischen. Und wie man hier am Tuch sehen kann, funktioniert das auch ziemlich gut. Am Ende auch einfach wieder rausziehen, entsorgen und so einfach funktioniert der Swiffer Bodenwischer. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, ob du dir auch den Swiffer Bodenwischer geholt hast und wie er dir gefällt. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.